mit Let's Play. Ja, hier, ihr wisst schon, Simon the Sorcerer. Falls übrigens in den letzten Parts irgendwie alles ein bisschen... Du willst wohl mit mir kämpfen? Was? Willst du ein Zauberer-Duell? Okay, ich bin dabei. Richtig. Ich bestimme die Regeln. Erstens, kein Gemüse oder Gestein, nur Tiere. Zweitens, keine Drachen. Drittens, keine Mogeleien. Noch Fragen? Was muss ich genau machen? Kennst du keine Zaubersprüche? Natürlich kann ich. Dann wirst du es bald kapieren. So. Fertig? Wir haben ja diese vier Zaubersprüche erlernt und das Ganze arbeitet jetzt quasi auf den Schere-Stein-Papier-Trick. Okay. Ich habe nichts zu verlieren. Simsalabim! Und damit haben wir auch schon 1-0 für uns. Es steht 1-0 für dich! Wow! Unentschieden! Na? Simsalabim! Unentschieden! Restchen. Es steht 2-0 für dich! Wow! Simsalabim! Oh. Es steht 2-1 für dich! Fokus! Und damit haben wir es. Heißt das, ich gewinne? So ungefähr. Nun weißt du, ich habe gewonnen. Ich nehme dann schnell meinen Preis und verschwinde. Na? Nun, wer hat gewonnen? Keine Drachen? Habe ich gesagt, keine Drachen? Ich glaube, das hattest du erwähnt. Ich gebe dir die Chance, dich zu verteidigen. Sonst wäre das nicht gerade fair. So, nun... Abracadabra! Gehen wir ins Mauseloch. Das muss mein Glückstag sein. Außer, dass ich eine schreckliche Sehnsucht nach Käse habe. Tja. Damit haben wir auch schon... ...das erledigt. Ah ja, jetzt müssten wir eigentlich alles haben, was ich zunächst brauche. Also gehen wir zur Drachenhöhle und dort müsste jetzt an und für sich das Steigeisen verwendet werden. Das Spiel dreht sich auch langsam, aber sichert sein Ende entgegen. Wir benutzen den Pfefferminzbonbon mit dem Schneemann. Das geht doch so nicht. Trage? Mein guter Geschmack sagt mir was ganz anderes. Au! Ja.
Ich bin ein mächtiger Benutzer der mystischen Magie. Wir werden sehen. Benutze Pfefferminzbonbon. Das geht doch so nicht. Mein guter Geschmack sagt mir was ganz anderes. Das geht doch so nicht. Ich verzehre. So. Zeug. Und das war's mit dem Schneemann. Und wir gehen zum Turm des Schicksals. Der letzten Station übrigens hier im Spiel. Wie typisch. Gerade als ich dachte, ich würde Fortschritte machen. Und deswegen benutzen wir den Besen. Da habe ich wohl etwas zu viel Gas gegeben. Und nun verzehren wir den Trank. Da steht "Trink mich" drauf. Du sollst ihn verzehren. Denn hier unten ist ein kleiner Spalt in der Tür. Deswegen... Ja. Hallo, mein Junge. Wie bist du hier hereingekommen? Wirklich? Oh, ich verstehe. Lass mich runter, du ekliger Typ! Was ist das für ein Geruch? Denke dran, dass ich zu Hause dein Futter wechsle. Du hast einen Killer-Haarball hier. Ich nehme es mal an mich. Das war ekelerregend. So, wir sind jetzt natürlich super klein. Das ist eine Nummer zu groß für mich. Da liegt ein Zündholz drin. Ich nehme es lieber mit. So. Ach, das Blatt, das brauchen wir auch noch. Und man sieht schon, der Trank hat bewirkt, dass wir super klein sind. Ich glaube, ich bin in einem gigantischen Garten. Oder du bist einfach nur super klein. Und zwar liegt das Ganze daran, dass der Tank wohl aus Alice im Wunderland herkommt. Ich komme von hier aus nicht ran. Das geht doch so nicht. Benutze Haar mit Wasserhahn. Vielleicht wird das ja was. Es ist mit Rost überzogen. Gut, da kommt er also nicht weiter. Was haben wir denn hier alles? Mitte der Pfütze.
Die Samen, die brauchen wir später. Ich glaube, da brauchen wir nichts hin. Da ist ein riesiger, fleischfressender Nager drin. Ich komme raus. Beziehungsweise dort will der gute Simon nicht sein. Es ist ein rostiger alter Eimer. Ja, sonst gibt's hier nur den Eimer, so wie es aussieht. Ich kann mir allerdings auch irren. Oder wartet mal. Ich hab da jetzt, glaube ich, hier, den Stein habe ich übersehen. Vielleicht kann der was damit. Das geht doch so nicht. 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 Das ergibt doch keinen Sinn. Können wir das vielleicht nehmen oder so? Na, so kriegen wir es also dorthin. Sehr gut. Ich lasse es hier. Das ist zu groß zum Aufheben. Wir benutzen nun dieses Wunderschandeln. Benutzen das Blatt damit. Und wir sollten, glaube ich, nun das Haar bewegen. Es ist mit Rost überzogen. Können wir vielleicht... wir können auch so schwimmen. Sehr gut. Aber... Ja, jetzt habe ich natürlich was vergessen. Ich bin gestrandet. Nicht genug Wasser, um die Pfütze zu überqueren. Dann schwimmen wir doch ganz einfach wieder zurück. Aber diese Stelle ist schon so eine Stelle, wo ich schon manchmal so ein bisschen gehakt habe. Das war sie noch. Samen. Höchstwahrscheinlich können wir damit das Wasser, den Wasserhahn. Benutze Samen mit Wasserhahn. Das geht doch so nicht. Was? Bestimmt. Ja, so. Ich habe sie zu Öl geschlagen. Und das Öl. Und dann würde ich sagen, dass wir das auch schon den Part damit beenden. Und damit sage ich es auch. Bis zum nächsten Let's Play Part. Latex FB mit dem Setup.